So, hallo euch allen, da sind wir wieder. Wir sind im Weingut von Markus, mit dem wollen wir ja sprechen bezüglich der Lösung unseres zu Klopen Problems. Ich wollte gerade sagen, unseres Pylonen, ja, irgendeines Problems halt. Polypen, Mann. So, da ist Markus. Sprechen wir ihn mal an. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, mein ungestümer Freund. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun, mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Ja, dieser Streit ist albern, das will ich gar nicht mehr so leichtfertig abtun. Wir haben ja gesehen, was der Zyklop da mit seinen Gefangenen gemacht. Ich denke da an den Löwen in dem Käfig, wo Gefangene hineingezerrt worden sind, an die Leute, die er verbrannt hat davor. Also albern ist der Streit definitiv nicht. Ich schau mal, was Markus' Plan ist. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Okay. Wie viel ist denn dieses Auge wert? Wollen wir doch mal hören. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück? Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ah, das wird der Zyklop ja auch mit Sicherheit ganz easy wegstecken, ne? Oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Ah, hilft ja nichts. Wir besorgen das Auge. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Die Logik, die dahinter ist, muss ich nicht verstehen. Nur weil wir das Auge klauen, von dem er nicht weiß, dass wir es ihm klauen, lässt er uns anschließend in Ruhe. Ich sehe gewisse Fallstricke in diesem Plan, aber mein Gott, wir sind hier nicht, um Stärken in der Logik durchzuführen. Wir mopsen jetzt ein Auge. So. Na, Und nun zum so Auge. sind Wenn es so alle. wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Das Auge wird ein eigenes Podest haben, okay. Also, nachts sind alle Augen grau. So, ich möchte noch einmal kurz zu dem Schmied in Sami rennen. Und zwar Trab los! würde ich gerne mal schauen, ob wir
diese Zweitwaffe, die ich letztes Mal fast zerlegt hätte, wenn ich sie hätte zerlegen können, das ist doch dieser Speer, um den sich alles dreht. Ich honk. Also die Hauptwaffe schlechthin. Deswegen werde ich mir die auch mal aufpimpen lassen, auch wenn das schweineteuer war in Relation. Aber die wird uns mit Sicherheit das ganze Spiel über begleiten. Da gehe ich mal stark von aus. Hier ist der Spiel. Hey. Wo machen die drei Jungs da am Feuer? Oh! Alter, runter von dem Flügelchen nicht klauen, absteigen. Fängt ja gleich das Mopsen an. Ah. So, wo sind wir denn hier? Entschuldigung. Da guck an, der Schmied macht Nachtschicht. Ich gehe einmal kurz hin. Geht ganz schnell, ich will nochmal eben schnell. Verbessern. Ach, doch, das Schwert, ne? Von 14 auf 58 SPS hoch. Kostet 507 Drachmen. Das tut richtig weh. Aber das nehmen wir mal mit. So, gravieren kann ich ja nicht viel. Da haben wir, glaube ich, ja schon mal nachgeschaut. Ne? Hier auch nicht. Auf unser Schwert hingegen. Da kann ich den Attentäterschaden draufbrezeln. Das werde ich auch mal tun. So, wir haben eine Gravur durchgeführt. Da ist jetzt auch der Attentatsschaden mit drauf. Kann ich das nochmal? Ich könnte es sogar theoretisch gesehen, nee, nicht nochmal gravieren. Da haben wir den Slot jetzt besetzt, aber das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, mehr können wir jetzt hier gravurtechnisch gar nicht machen. Verbessern können wir auch nichts. Dann auf Wiedersehen. Jo, tschüssi. Dann gehen wir jetzt mal das Auge besorgen, würde ich sagen. Wir waren ja schon mal kurz vor dem Unterschlupf. Ich muss sagen, ich habe wahnsinnige Lust dazu, den Löwen gleich freizulassen. Aber das machen wir, glaube ich, wenn dann erst am Ende. Weil ich glaube, damit kriegen wir Spaß ohne Ende. Entweder, weil er dann alle anderen tötet oder aber... Weil er uns tötet. So, ich drücke immer R2, weil ich denke, dann wird das Pferd schneller reiten. Aber ist natürlich Unsinn. Dann fängt er ja an, im Sattel zu kämpfen. Digi-ding, 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 digi-ding. Schön düster ist es. Schön düster. So. Komm schon. Hier ist das. Hier haben wir ja unsere Steinfaust erledigt. Bleib stehen. Ja, mit Ikaros sollte ich echt mehr arbeiten. Das ist eine gute Idee. Einfach, weil ich dem seine Vorteile bis dato noch gar nicht so genutzt habe. Das ist alles das. Das ist dem sein Lager? Der Zyklop. Hier mal in den Schwebemodus, ob ich hier schon irgendwas erkennen kann. Ein Wachposten nehme ich an. Das Versteck des Zyklops. Ich muss nachher nochmal so ein bisschen weiter fliegen, nehme ich an. Da sind weitere Wachposten. Oh, hier ist alles voller Wachposten. Ja gut, wir haben hier ja auch ein Wohnhaus eines quasi Kriminellen. Dass da viel los ist, das kann man sich denken. Boah, jetzt bin ich froh, dass ich mit dem Ikaros hier reingeflogen bin. Weil hier ist ja alles voll. Und keiner darf uns sehen. Ich vermute mal, dass hier... Ich flieg mal noch so ein kleines bisschen weiter. Und gleich mal ein kleines bisschen runter. Noch weitere Wachposten. Das hier ist der Boss vom Ganzen. Und hier werden wir wohl rein müssen, nehme ich an. Ah, das Ding ist gut bewacht. Das ist wirklich gut bewacht. Okay, hier sehe ich irgendwelche Seile, die über den Felsen gesponnen sind.
Vielleicht können wir die so ein bisschen zu unserem Vorteil nutzen. Ein Löwe, ein freilaufender Löwe. Oder ne, das sind Käfige. Noch eine Löwin. Das wird eine sportliche Nummer, würde ich mal sagen. Das wird wirklich sportlich. Ikaros, vielen Dank. Das war gute Arbeit. Ich bin sehr gespannt, wie wir das hinkriegen. Weil das wird nicht leicht. So, wir sind gleich am Lager. Ja, das war doch hier. Komm schon. So, es ist ja schon ein kleines bisschen dunkel. Hier war der Löwenkäfig. Das mit diesen Seilen, das fand ich sehr interessant da oben. Vielleicht kann ich ja da irgendwie durch die Luft kommen. Meinen Bogen habe ich ja so ein bisschen aufgepimpt. Und jetzt sind wir mal vorsichtig. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Noch eine Etage höher. Ich glaube, ich fange von der anderen Seite an, weil da vorne steht einer auf dem Podest. Da könnte ich einsteigen drüber. Wenn ich den mir von hinten einigermaßen ruhig schnappe, dann habe ich, glaube ich, eine Möglichkeit, den Einstieg ins Lager schon mal gefunden zu haben. Na, Löwe. Ah, ich kann auf den Dingern balancieren, habe ich gerade gesehen. Das nehmen wir natürlich nochmal eben schnell mit, ne? Wer die Drachme nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. So. Dann nehmen wir doch mal erstmal hier die Felswand hoch. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. So, den haben wir erledigt. Das war schon mal gut. Ganz ehrlich, um das Looten werde ich mich später kümmern. Ich nehme den mal mit. Ich will den hier ungern liegen lassen. Hier. Ruhig, Bruder. Hab ich gehört? Da kann ich doch pfeifen, oder? Ich hab doch was gehört. Ja, na komm her. Wir auch eliminiert. Sind wir doch schon mal ein Stückchen weiter gekommen. So. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie ich in das Innere komme. Deswegen schleiche ich hier immer noch so ein bisschen rum und werde mir so. Ich hoffe, dass ich mir nach und nach, wenn ich die äußeren Ringe säubere, dass ich dann auch irgendwann den idealen Zeitpunkt finde, um ins Innere zu gehen.
was. So, da Hallo, haben wir unsere Auge. Truhe. Ich sehe dich. Da müssen wir rein. Vielleicht können wir ja durch den Wald da hinten uns anschleichen, ohne dass wir hier noch viel töten müssen. Das wäre mir echt recht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ikaros, guter Job. Also wie gesagt, mir geht es ja nicht darum, ich muss hier ja nicht auf Teufel komm raus Gegner töten, um EP zu bekommen. Ich möchte die Aufgabe lösen. So, wir sollen hier unbemerkt... Ah, hier laufen natürlich Wachen rum. Hier muss ich wirklich vorsichtig sein. Jetzt werde ich hier sehr schnell entdeckt werden. Hier vorne ist eine Wache. Ich schau mal, ob ich die mit einem Pfiff anlocken kann. Also langsam nervt es. So, na komm. Du entkommst mir nicht! Das ist noch gereicht, ja, ne? Können wir auch hier liegen lassen. Vorne haben wir noch eine Waffe, eine Wache. Ich traue mich noch nicht, den Bogen großartig einzusetzen. Brauchst du Licht? Ja, mit einer Fackel werde ich mich jetzt gerade mal nicht ausrüsten. Komme ich hier schon rein? Wir durchsuchen die Truhe. Plündern den Schatz. Und verstecken uns erstmal hier im Gebüsch. Oh, da haben wir gerade einen guten Zeitpunkt, glaube ich, abgefangen. Kommen sie hier von zwei Seiten. Wir bleiben jetzt mal ganz still hier hocken. Denken über verschiedene Dinge nach. Wie das Leben so läuft. Was macht... Hat er sich gerade erbrochen? Er erbricht sich. Ein bisschen fettig gegessen. Ich traue mich jetzt nicht zu pfeifen. Da kommt noch ein Dritter. Wir haben verdammtes Glück gehabt eben, als wir dieses eine Zeitfenster genutzt haben, als hier keiner in der Ecke zu sehen war. Oh shit. Oh shit. Er sieht mich nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Millimeter mehr weiter, ne? Ich traue mich nicht hier zu pfeifen. Tut mir leid. So, der geht weg. Wenn der jetzt weggeht, versuche ich nach dem hier zu pfeifen. Komm. Will mich jemand verschaukeln oder was? War nur einer. Und den nehme ich jetzt aber schnell mit hier. Komm. Und weg damit. Da vorne ist der Anführer der Banditen, wenn ich das richtig sehe. Habe ich das eigentlich jetzt gerade schon besorgt? Ich gehe mal schnell Schuhe. Nur ein paar andere Schuhe bekommen. Kann das sein, dass ich eben an der Truhe war und das Ding gar nicht da rausgenommen habe? Das wäre ja mörderisch pfiffig gewesen. Ich schau mal schnell nach.
Ja, es war mörderisch pfiffig. Mörderisch pfiffig. Das heißt, wir müssen wieder da rein. Und da kommt die nächste Patrouille. Hier. Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Lassen wir auch mal hier liegen. Ich gehe mal schnell auf mein Quest. Dort haben wir hier Inventar. Ach, wir looten ja immer automatisch. Das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt ja. So, wir waren ja eben schon an der Truhe, haben aber das Auge nicht herausgenommen. Pfiffigerweise, wie wir nun mal so sind. Aber da mache ich mir jetzt mal keinen großen Kopf drum, denn wir haben ja die Wachen alle so gut eliminiert der Reihe nach. Der kommt gerade gar nicht erst hier hin. Das heißt, ich gehe mal hier rein. Ach, in der Truhe. Waren wir hier noch gar nicht, verdammt. Schauen wir hier vorsichtig um die Ecke. Nee, da müssen wir noch mehr Leute töten. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Ich nehme hier schon mal alles mit, was drachmenmäßig nicht nied- und nagelfest ist. Ich dachte, ich kann auch keine Türen hier öffnen. Warte, da draußen sehe ich so ein Schwert stehen. Wo steht hier gerade einer? Na, das ist die Leiche. So, wo rennt der andere gerade rum? Der kommt gerade. Gut, wir haben hier draußen zwei Wachen. Da ist die erste, da hinten kommt die zweite. So, wir bleiben mal ganz ruhig hier. Der von der macht seinen Patrouillengang weiter. Was war das für ein Geräusch? Na komm, gute Frau. Hab ich den Bogen? Kann ich den Bogen noch? Der Bogen bleibt hier liegen. Kann ich hier reingehen?
Wir haben noch eine Patrouille hier, die hier ständig durch die Gegend rennt. Ich rufe Ikaras nochmal eben. Schauen wir mal eben die Dächer an. Der Schwebemodus. Oh, da kriege ich gerade Besuch, sehe ich. Ist der alleine? Der zweite da hinten bleibt stehen. Wer war das? Ich entsorge den mal schnell. Keiner merkt so, warum liegen hier so viele Wachen rum? Waffen ohne Wachen. Wachen ohne Waffen. Auf die Entfernung. Ich probier's mal. Nein, das war zu weit. Ich gehe mal auf die Dächer. Ich gehe mal auf die Dächer. Was macht er da? Noch wieder ein Wächter. Ich bleib jetzt mal ganz, ganz ruhig hier. So, es müsste jetzt genau unter uns sein, ne? Stecken wir den jetzt schnell. Runter, 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 runter. Wieder eine Waffe weniger. Ich gehe mal wieder aufs Dach hoch. Entschuldigung, dass ich diesmal so leise bin, aber es ist schon echt spannend hier, weil ich versuche natürlich, dass die Jungs mich nicht entdecken. Okay, Pfeile, Eisenbrocken, Olivenholz, das nehmen wir alles mit. Da freue ich mich drüber. Schöne kleine Goodies. Aber deswegen sind wir ja natürlich nicht hier. Der Frau da vorne, der traue ich nicht. Hier ist das Ding nicht. Da ist es, oder? Jawohl, wir haben es hier. So, wenn wir schon mal hier sind, ganz ehrlich, dann nehmen wir doch das
hier auch noch alles mit. Ich weiß nicht, was er hier in seinem Raum, sein persönliches Schächtungszimmer. So, wir nehmen das, wir nehmen die ganzen Drachmen natürlich auch noch mit. Wir da haben. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir wieder hier rauskommen. Aber das schaffen wir da auch noch, oder? Ich kann doch jetzt... Hier war ich doch eben schon, ne? Muss mal eben schauen, dass ich hier keiner Wachposten direkt in die Arme laufe. Aber das passiert auch nicht. So, dann gehen wir doch mal hier raus. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Zeit für einen Schluck Tee. Es ist wirklich spannend, deswegen ich bin diesmal ein bisschen leiser und erzähle ein bisschen weniger, weil ich mich wirklich darauf konzentriere, die Jungs einzeln zu erledigen. Aber ich glaube, wir haben es gut gemacht, oder? Klar könnten die mit Sicherheit noch EP machen, wenn wir jetzt hier noch alle töten würden. Das möchte ich gar nicht. Das war eine gute, verdeckte Aktion. Wir scannen mal eben kurz. Ich glaube, wir haben hier einen sehr guten Job erledigt. So, ich bringe mal eben kurz so ein paar Meterchen hier in dem Gebüsch. Bleibe ich mal eben und gehe mal schnell in mein Inventar hinein, was wir da noch alles so bekommen haben. So, da gab es auf jeden Fall eben noch ein Zeremonienschwert. Jägerschaden, ganz ehrlich, zerlegen wir. Brauche ich nicht. Jagdbogen haben wir nichts gefunden. Obsidianauge. Der Zyklop hatte immer schon eine Vorliebe für die feineren Dinge im Leben. Und was gibt es extravaganteres als ein Obsidianauge? Das stimmt. Da fällt mir auf Anhieb auch nichts ein, gebe ich offen und ehrlich zu. So, das heißt, wir haben das Auge. Soll ich da versuchen, ob ich irgendwelche Leute von irgendwelche Wachposten erledigen kann? Lassen wir uns kurz darüber abstimmen. Ja, wir versuchen es, ob wir noch weitere Leute erledigen können. Einfach, weil die natürlich Sachen droppen. Wie eben dieses Zeremonienschwert, was ich dann zerlegen kann. Was ja auch schon wieder Handwerksmaterialien gibt, die ich irgendwann fürs Craften brauche, wenn ich mal genau verstanden habe, was sich dahinter eigentlich verbirgt. So, deswegen, es ist ja noch ein bisschen düster. Schmuddelig grau. Schauen wir doch nochmal, ob wir nochmal in das Lager gehen. Wir gehen jetzt mal unten rum heran. Hier steht nämlich nur noch ein Mannequin. Den pfeifen wir mal an. Na komm. Das sehe ich mir mal an. Genau, halte ich für eine hervorragende Idee. Den haben wir eliminiert. Jetzt rutscht er hier. Alter, warum nimmst du denn die Fackel mit? Nimm die Fackel weg. Zieht dir die Fackel. So. Die haben wir also auch erledigt. Mich mal ein bisschen näher ran. Na komm. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Hier im Gebüsch. Hoffentlich brennt es sich nicht durch die Kleidung. Scheiße! Oh, das nennen sie eine verdeckte Aktion. Hoffentlich sieht uns niemand. Okay, ist aus. Flammen sind aus. Flammen sind aus. Ich muss dringend irgendwas gegen meine Flammenresistenz tun, glaube ich. So, hier sind auch die Löwen. Ist hier oben noch irgendwie? Ich sehe so keinen. Ich schleiche mich mal vorsichtig rauf. Noch Sachen, die ich stehlen kann. Das
nehmen wir. Warum hast du diesen Topf in die Hand genommen? So. So. Eine Sache, die würde ich noch wahnsinnig gerne ausprobieren. Und zwar, ob ich über die Seile balancieren kann. Ob das geht, ob das auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Wir haben es ja hier jetzt auf eine sehr konservative Art und Weise gemacht, haben uns schön angeschlichen überall. Da waren auch noch wieder Pfeile drin. Sollen wir es mal probieren? Noch mehr als fallen kann ich nicht. Nein, es geht. Jetzt fällt er hier runter. Das wäre ja gewesen. Schön, das hat also auch funktioniert. So, hier ist auch noch was. Das nehmen wir uns natürlich auch noch alles mit. Hier hatten wir ja eben schon einen Wachposten erledigt. Ach, guckt an. Hier hätte ich ja auch runtergehen können, ganz geschmeidig. Ich habe mal gescannt, nur mal um zu schauen, ob wir hier noch irgendwo etwas haben. Auf dem Dach da oben ist noch etwas. Hier unten ist natürlich noch in dem Hof eine ganze Menge. So, ich würde gern da unten noch mal rein. Der Wachposten mit Hund. An den, ehrlich gesagt, traue ich mich nicht ran. Wir hier noch. Auch mal wieder ein paar Drachmen. Volle sind Waffenstände. Ein Reflexbogen. Ich glaube, das hat sich gerade sehr... Hier nochmal zurückzugehen. So, ich glaube, jetzt brechen wir aber an der Stelle hier die Aktion ab. Den möchte ich hier nicht stören bei seiner Nachtruhe. Und da vorne ist gerade der Wächter. Was hältst du von dem? Ich finde immer noch, wir sollten das Haus übernehmen. Wir hätten jeden Abend zu Wein. Schau mal an, der eine Wächter ist aufgestanden. Aber wie ist immer, wir wollen... Ich scanne nochmal. Wir wollen unser Glück ja auch nicht... Ich sag mal, extrem überfordern. Das heißt, ganz ehrlich, ich werde mich jetzt hier verpieseln. Und ich habe das Auge. Ich habe noch recht viele Drachmen daraus geholt. Und ich habe einen sehr interessanten Bogen noch bekommen, den ich mir gleich mal anschauen werde. Diesen Reflexbogen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. So, wir gehen mal. Da liegt noch was. So. Hier ist auch noch was.
Ja, ich würde mal sagen, das Auge haben wir geholt. Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein. Könnt ihr euch daran erinnern, als wir beim letzten Mal hier durch Richtung der Wolfshöhle gelaufen sind? Da haben wir doch an dem Ufer haben wir eine Insel gesehen, die wir uns eigentlich noch anschauen wollten. Und das machen wir. Aber erstmal schauen wir uns den Bogen mal eben an. Was wir da bekommen haben. So, Inventar. Da ist der Bogen. Unser Bogen, den wir eben noch aufgewertet haben. So, da haben wir jetzt einen Stufe 6 Bogen gefunden. Der Reflexbogen. Der gibt uns Attentatschaden. Das ist natürlich sehr geil. Genau das, was wir brauchen. Und macht mehr SPS. Dies ist ein Standardbogen mit einem aufgerauten Griff für mehr Komfort. Das wird der neue Bogen, würde ich mal sagen. Der ist schick, vor allen Dingen, er gibt uns auch Attentäterschaden. Und das ist ja das, was wir haben wollen. So, ich laufe mal hier dieses Bächlein entlang. Wölfe? Ich wollte doch nur kurz zu der Insel. Diese Insel besteht nur aus Steinböcken und Wölfen, aus nichts anderem. So. Zwei Pfeile, Wolf erledigt. Kein Risiko gehabt, wollte ich sagen. Und schon sehe ich da unten den nächsten Wolf. Habe ich mal eben dran gedacht, ihn ins Target zu nehmen. So. Reger Schiffsverkehr hier, ne? Ich das mal so sehe. Das ist ein Steinbruch. Wo war denn diese kleine Insel, die wir da gesehen hatten? Ich würde ungern ins Wasser springen und außen rumschwimmen. Das habe ich früher bei MMOs immer gerne gemacht, um irgendwelche geheimnisvollen Sachen zu entdecken, weil es nie geklappt hat. Aber hier ist mir das zu gefährlich, weil ich vermute, ich würde sofort hier unsere Haie anlocken. Und mit denen will ich mich nicht anlegen. So, wo ist denn die Insel? Ja, wir müssen doch jetzt schon gleich da sein, oder? Ich gehe mal runter. Ah, mit Kreis übrigens kann ich mich festhalten an Kanten. Dann ist auch das Runterspringen deutlich weniger schmerzhaft. Das ist noch so ein Olivenbäumchen. So, das nehmen wir auch wieder mit, das Olivenholz. Ich bleib mal hier in Strandnähe. Das war nicht die Insel, die ich meinte. Nichtsdestotrotz schaue ich da mal eben rüber. Jetzt das Scan. Hier ist natürlich nichts. Ah, schön die Klippe. So, dann schauen wir doch mal weiter, wo diese kleine Insel ist. Ich habe gerade übrigens jegliches Zeitgefühl verloren. Ich hoffe nicht, dass die Aufnahme gleich automatisch endet. Nach 60 Minuten tut sie das. Aber ich würde mir gerne die Insel noch angucken. Da müssen wir eigentlich auch sogar noch die Quest abgeben. Das kriegen wir alles sowieso, glaube ich, nicht mehr zeitlich hin. Oh. Der Steinbock hat den Sturz wohl nicht überstanden, würde ich sagen. Wir schwimmen doch jetzt mal ein bisschen. Da ist sie doch. Da sind doch diese beiden kleinen Inseln, die ich von oben gesehen habe. Schauen wir uns die doch mal eben an. Halt natürlich ein kleines Auge auf das Wasser. Nicht, dass uns hier gleich wieder irgendein Hai begegnet. So, hier sind wir schon mal. Scannen wir mal. Diese Insel ist tot. Da ist wirklich gar nichts. Gehen wir mal rüber auf die andere. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich finde natürlich eine rote Rettungsboje hinter mir jetzt hier. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen. Ich glaube, über das Meditieren, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber darüber kann ich dann auch die Zeit gegebenenfalls fortlaufen. Da ist aber eine ganze Ecke hier, die ich schwimmen muss. Wir kommen aber keine Haie, ne?
Keine Haie. Wenn mich jetzt ein Hai tötet, fange ich an zu weinen, werf mich auf den Boden, strampel mit den Füßen und bin ganz übel schlecht gelaunt. So, da ist der Strand. Wölfe, Wölfe. Wo? Wo ist der Wolf? Da haben wir einen. Das mit dem Target nehmen, das hat schon seine echten Vorteile, muss man sagen. Mein Gott, was ist denn hier los? Ist hier die Wolfshöhle? Ich glaube ja, ne? Hier möchte ich jetzt noch gar nicht hin. Um die Wolfshöhle kümmern wir uns später nochmal. Das Olivenholz, das nehmen wir hier noch mit. Rantendorf. Das wollte ich mir eigentlich auch nochmal in Ruhe anschauen. Da sind wir eben relativ schnell durchgehuscht. Ich werde Folgendes vorschlagen. Wir müssen ja nachher eh noch zu Markus laufen und die Quest abholen. Ich will mich aber hier vorher noch ein bisschen umgucken. Und da war, damit die Folge nicht wieder so viel zu lange dauert, hören wir jetzt hier erstmal auf und spielen später weiter. Bis dann. Tschüss.